Kannst du vielleicht noch erzählen, die Lage vor Ort, wie hast du das wahrgenommen? War das wirklich und anscheinend so gefährlich, wie man gesehen hat, oder war das ganz anders? Du als Frau, wie hast du das wahrgenommen? Das war, ich habe mir nur gedacht, was soll jetzt da, oh was, Gott, was gefährlich sein an der Fahrt an sich. Ich fahre ja nicht direkt in die Ukraine. Ich fahre ja nur an die Grenze zur Ukraine. Ich bin in Polen, was sicher und NATO ist und EU ist. Ich bin in Tschechien, was sicher und NATO und EU ist. Und ich fahre an Hufe durch Österreich. Was soll jetzt mir da passieren? Außer ja, dass man dir vielleicht eine Schlepperei oder Menschenhandel, aber das, deswegen habe ich auch den Bus beschriftet von anderen deutschen Busfahrern, die gesagt, da der Bus beschriftet, den wirst du rundherum anders behandelt. Und so ist es so. Und es ist nur darum gegangen, dass man auch davon abgeraten hat, weil eben in Vorarlberg nichts vorbereitet ist. Es hat jeder gesehen, du kannst nicht einfach Flüchtlinge holen und, du kann, und ohne, dass man weiß, wohin sie denn da bei uns kann. Das war die größte Hemmschwelle auch. Dass man gesehen hat, Leute ohne fixe Unterbringung oder dass man weiß, wo, was man mit ihnen tut, das geht nicht. Das wollen wir nicht. Das ist kontraproduktiv. Und dann auch von anderen, dass sie Probleme gehabt hätten unterwegs. Und, aber ich weiß nicht einmal, was für Probleme. Also für die und darum sind wir dann eben nach Salzburg gekommen, da wo wir dann gewusst haben, wir tun sie dort um, dann können wir auch fahren, aber von der Fahrtstrecke her. Mhm. Die sind so top ausgebaut da oben. In Polen gibt es Autobahnteppiche, die sind uns hochaus überlegen, bevor es schon. Also die Fahrer herkommen. Ja. Mhm.